Hallo liebe Freunde und willkommen hier zurück auf der Hof Bergmann. Ja, liebe Freunde, wie ihr seht, sind wir fleißig dabei, unsere Mayonnaise hier in Gang zu bringen. Wir haben im Stream ja festgestellt, beziehungsweise hatten im Stream oder ich habe nach dem Stream noch das Ganze hier neu geholt, denn unsere 5 Eimer, die wir am Anfang hatten, sind verbraucht und somit brauchten wir natürlich neue. So, dann befüllen wir das. Ups, der Eimer. Und der es scheint voll zu sein. Gut. Deckel zu. Und angeschalten. So. Ja, also wie ihr seht, wir haben hier 5 Eimer Mayonnaise schon drin. Ne? Deshalb haben wir ja mit dem Gato nochmal 5 Eimerchen geholt. Und wir haben Labextrakt, denn wir haben die erste Milch, die wir dann auch verarbeiten können. Und der Plan war ja, dass wir das Ganze in Käse machen. Und da wir dann einmal beim Händler waren, haben wir dort gleich das Lab halt gleich mitgebracht. So, das Ziel wird heute sein, das Feld 27 fertig zu dröschen. Beziehungsweise soweit fertig zu machen, dass... wie haben wir jetzt hier noch drin? Moment. Ja, reicht noch für einen. Oh, da die Mayonnaise läuft, aber jetzt... beziehungsweise das Ganze jetzt so fertig zu machen, dass wir halt in der Folge vielleicht was schaffen. Mal gucken. Also wir haben genug zu tun. Wie ihr seht, die Kaninchen haben wir ja gefüttert im Stream. Und so. Kaninchen gefüttert im Stream und die haben auch an gefangen zu produzieren. Wartet mal, ich kann es euch... Ne, hier ist es nicht das falsche Menü. Und zwar hier. Ihr seht schon, 14% haben wir schon drin. 800 Liter Kapazität. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir die nehmen können und hier rübersetzen können. Ich glaube, das geht nämlich nicht. Wir müssen da erstmal schauen, wie weit das durchläuft. Also, wir produzieren schon. So, jetzt ein Schritt hier zurück. Wir wollen ja noch ein bisschen Käse. Darf man hier eigentlich rückwärts reinfahren? Ach, ich denke so rechts. So, dann stellen wir uns hier unser Labextrakt nämlich schon ein. Habe ich das nicht schön einsortiert? Ups. Ich glaube, den brauchen wir. Ich weiß es gar nicht. Wir stellen das mal hier ab. Und das hier abstellen. Muss man nochmal schnell schauen, wo wir das hier brauchen. Labextrakt. Ach, das ist das für Ziegenmilch. Und für die normale Milch, genau. Dann stellen wir unser Labextrakt erstmal da oben hin. Und dann sollten wir vielleicht Milch holen. Und dann bringen wir auf jeden Fall die Käseproduktion in Gang. Ich hoffe, es reicht. Wir haben genug an Milch, dass wir wenigstens so eins... nicht runterfallen. Danke. Dass wir wenigstens 1-2 Leiber Käse produzieren können. Denn wie ihr oben rechts seht, ist unser Geld aktuell ein bisschen geschwunden, denn wir haben uns noch im Livestream einen neuen Traktor gekauft. Weil wir irgendwie keinen mehr hatten. Aber irgendwie habe ich festgestellt, hat man gar nicht gebraucht. Denn der New Holland war ja da. So, jetzt fahren wir mal fix zum Hof und dann holen wir den Anhänger für die Milch. Und Leute, was soll ich euch sagen? Ich meine, ich denke, man merkt es, ich habe richtig Spaß an der Bergmann. Also, die ist so ausgegoren, diese Karte.
Und ist so kleinteilig, was mir richtig Spaß macht. Sicherlich macht das auch mal Spaß mit großen Maschinen. Aber so dieses kleinteilige, ach, ich liebe das. Wartet mal hier, guckt mal hier, kann ich euch noch zeigen. Lassen den Gato mal schnell an. Guckt mal, unser Hasis. Sieht das nicht herrlich aus? Ich finde das klasse. Wer meine Social Media gefolgt ist, wird gesehen haben, dass ich meine Möhren ernte im Garten erfolgreich absolviert habe, klingt blöd, dass ich meine Möhren erfolgreich geerntet habe, jetzt am gestrigen Tag. Und warte, klingt gleich weiter, ich erzähl's gleich weiter. Ja, dass ich meine Möhren erfolgreich geerntet habe. Und ich weiß gar nicht, wie kriegt man denn hier Milch? Muss man hier ein Schlauchsystem nehmen? Ja, also meine Ernte, meine Möhren erfolgreich geerntet habe und ja, was soll ich euch dazu sagen? Ich bin echt erstaunt, wie viel da denn doch rausgekommen ist. So. Ja, und wie gesagt, ich bin echt erstaunt, was an Möhren denn doch rumgekommen ist bei unserem kleinen Feld. Ja, der ist für meine Hasis, die ich so habe. Und ja, man muss ja sich ein bisschen verpflegen können. Wo kriege ich denn jetzt hier die Milch her? Ups. Emmersfort. Hallo. Wasser, was ist denn das hier alles? War ja nicht der Milchtank hier draußen eigentlich mal? Okay. Na gut, dann müssen wir mal schauen, wo man jetzt hier die Milch herbekommt. Ja, und was soll ich euch noch sagen, liebe Freunde? Und wie funktioniert das hier nicht so? Na gut, da muss ich nochmal nachgucken. Sei es drum, machen wir bei der nächsten Folge. Jetzt sind wir hier wieder richtig. Muss der andere Kollege, genau. Also nochmal, um das Ganze hier wegzustammeln. Ja, wie gesagt, ich habe gestern meine Möhren geerntet. Heute Nachmittag sind wahrscheinlich noch die restlichen Kartoffeln dran. Aber alles ganz entspannt und gemütlich. In Kleinarbeit. So viel ist es nicht. Also es ist nur für meine paar Kaninchen, die ich so habe, um diese über den Winter zu bringen. Und dass man ein bisschen was Frisches hat und es nicht kaufen muss. Von daher bin ich da schon recht stolz drauf. Macht natürlich jede Menge Arbeit. Und ja. Aber man schafft das. So, wir wollten genau unseren New Holland, den wir uns gekauft haben. Hallo, hübsches Ding. Jetzt aufs Feld schicken, denn wir müssen noch. Ah ja. Wir müssen noch ein paar Düngestufen ausbessern. Denn wir haben nur eine Düngestufe aktuell drauf.
auf den Feldern. Wie ihr seht, sind alle hellblau. Und das werden wir jetzt, oder beziehungsweise werden wir jetzt nicht im... Das werden wir dann nach und nach jetzt machen. Season wird das unser Kollege machen. Ah, dann gucken wir mal, wo wir jetzt noch ein bisschen Dünger haben. Ich glaube, direkt am Feld steht was. Und hier stand, glaube ich, auch noch was. Genau. Den letzten Rest, der da drin war. Und der Rest steht am Feld selbst. Und dann fangen wir auch direkt mit dem großen Feld gleich an. So, okay. Ich glaube, auf der Seite hier war das. Genau, da habe ich ja, wie ihr das sicherlich gesehen habt, im Stream vorbereitet. Und dann werden wir jetzt hier direkt mit dem großen Feld gleich anfangen zu düngen. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo hin. Ja, wir haben halt schon zwei Wachstumsstufen drauf, was echt ein bisschen nervt manchmal. Aber das Ganze hier, ja, war unser, ist unsere Sämaschine ist halt zu klein. So, wir starten. Am ersten Wegpunkt. Und dann geht's los. So, dann mal gucken wir mal, wie weit wir hinkommen. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten müssen wir nämlich noch Dünger besorgen für den guten Herrn hier. Gucken wir mal, ob es was bringt. Ja, sehr schön. Okay. Das ist super. Das läuft. Das läuft hier auch. So, und jetzt können wir uns hier tatsächlich noch einmal kurz um die Milch kümmern. Ich verstehe halt nicht, dass hier nichts angezeigt wird. Also, wir haben hier laut Anzeige keine Milch drin und hier auch nicht. Und laut Menü aber 230 Liter Milch. Also ich weiß nicht, wo die sein sollen. Von daher. Ich weiß auch nicht, wo unser Eimer hier hingeglitscht ist. Trigger, Befüllung starten. Genau. Da ist nichts drin. Hm. 30 Liter Milch, ja. Es soll was da sein, aber... Ja. Irgendwie funktioniert das mit der Milch noch nicht so richtig. Müssen wir nochmal probieren. So, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Hier sind wir gleich fertig. Das ist natürlich sehr schick. Und dann können wir
Können wir? Eigentlich das Ganze befüllen. Ja, wie ihr hier seht, das ist das, was ich meinte. Wir haben hier verschiedene Wachstumsstufen. Ist ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, der reicht hier. Ja, aber was will man machen? Gut. Dann machen wir das anders. Dann fahren wir mit dem Gato. Ich weiß nicht, ob das so schnell geht. Und hole mal ein bisschen TTM. Wie heißt das? TTR? Also hier zum Herstellen von Saatmitteln. Ich glaube, das können wir hier mit dem Fass auch machen. Und dann müssen wir bloß den Seedmaker noch mit ein bisschen Weizen befüllen. Und dann müssen wir auch mal gucken, ob wir das dann gleich mit der Schaufel machen. Wenn das geht oder ob wir da irgendwas anderes für brauchen. Dann gehen wir noch ein bisschen shoppen. Und dann wollten wir ja eigentlich auch noch verkaufen. Oh, da müssen wir uns aber auch reinhalten. Hier, Ruby TT. Das sind 2000 Liter. Ich glaube, mehr braucht man gar nicht. Sollte erstmal. Wir starten erstmal klein und probieren es vorsichtig, denn wie ihr oben seht, ist unser Geldmanagement ein bisschen schlecht. So, okay. Wir kriegen eh nicht viel mehr weg. Von daher passt das. Aber gut. So, liebe Freunde, das soll es dann erstmal wieder gewesen sein von der Bergmann für den Donnerstag. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns im Livestream auf Twitch TV. Schaut immer mal zu verschiedenen Zeiten rein. Aktuell kann ich leider nicht genau sagen, wann ich streame. Aber auf jeden Fall dienstags 20 Uhr, das steht fest. Und ansonsten vielleicht mal zwischendurch, je nachdem, wie es mir die Zeit gestattet. Ansonsten schaut gerne auch auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Und bleibt auf dem Laufenden und habt ein schönes Wochenende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen und ein Abo da. Den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss.